Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roundtot World 2 mit den Spartanern. Und ja, wir haben letzte Folge, wie auch immer, Burdigala zurückerobert. Und jetzt gehen wir Richtung Namtenum, bla bla bum. Genau, das machen wir nächste Runde. So. Für diese Runde sind wir fertig. Würde ich mal behaupten. So. Genau, Nordafrika, da ist eigentlich auch keine wirkliche gegnerische Armee, die gefährlich sein könnte. Ja, also Mai. Es war gerade auch oder letzte Folge auch interessant, weil wir haben ja die Stadt eingenommen von den abtrünnigen Spartanern. Und das war schon nicht ganz ohne. Also klar, wir haben safe gewonnen. Hab mir jetzt auch nicht so Mühe gegeben, weil mir, also für mich war es klar, dass wir gewinnen. Aber dennoch haben wir ziemlich viel verloren. Und das ist halt das Ding. Das ist halt die Problematik mit den. Mit dem Late Game im Spiel, weil wenn man jetzt keinen echten Gegner hat, also kein aus Fleisch und Blut, sage ich mal so, dann ist halt das Late Game sehr schnell sehr mau, weil die Gegner haben halt nichts. Also die KI baut sehr selten richtig krasse Einheiten. Also zum Beispiel Rom. Ich habe, glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie gegen eine KI, ein KI-Römer gespielt habe, der Adlerkohorte oder Prätorianergarde hatte. Also, das sind ja die Besten der Besten, so ungefähr. Gepanzerte Legionäre, da hatte ich so ein, zwei Kampagnen, die das gemacht haben, war sehr cool. Die waren auch sehr, sehr krass hart. Also, da habe ich auch ein paar Mal gegen die Römer, also ein paar Schlachten gegen die Römer verloren. Das war ziemlich cool. Scheiße. Das ist wieder ein. Ach, der wurde wieder so ein Gegner. Das nervt so. Okay, der muss sterben. Und das ist. Oh, war der? Nee, warte. Ich habe mich ja, glaube ich, ja schon drüber aufgeregt. Dass der mit der coolen Frau, dass der zum Gegner wird. Das nervt. Naja, gut. Okay, der ist jetzt hier hingegangen, aber in Gewaltmarsch. Natürlich kann ich, erreiche ich ihn nicht. Natürlich. Okay. Ich muss diesen Schlenker machen. Ich muss leider den. Genau, dementsprechend ist das halt jetzt am Schluss nur noch wirklich gefährlich, wenn hier irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ja, Bürgerkrieg entsteht. Mit ziemlich krassen Armeen. Das ist dann wirklich gefährlich.
wenn die besten Generäle dann auch überlaufen. Aber ohne das ist es eigentlich immer so, nee, ist es eigentlich immer nicht sehr, ja, sehr schwer hier. Genau. Gut, der kann mir halt dann noch nervig werden, deswegen jage ich ihn jetzt mal. So, damit er auch checkt, dass ich ihn jage. Der wird wahrscheinlich jetzt bis hier hinten gehen. Dann wird er Adabu erobern. Dann werde ich zurückerobern. Dann muss ich wieder. Einfach Nadelstichtaktik. Und ich muss gleich diese. Entschuldigung. Uiuiui. So. Alter, das war voll die Gehirnexplosion gerade. Uiuiui. So. Sorry. Wo sind meine ganzen Armeen? Hier ist eine. Hier ist eine sehr gute. Geten. Der hat sich eingebunkert. Ich hoffe, dass er wieder geht. Schwere Sperre. Ja. Eine solide Linie aus Sperren wird Feinden auf Distanz halten. Ja, solide Linie. Solide ist das richtige Wort dafür. Ach, verdammt, der geht nicht zurück. Dann würde ich es tatsächlich automatisch machen. Wobei, würde ich tatsächlich nicht. Das ist mein General, ne? Das ist so nervig, dass es da nicht steht, aber egal. Es ist ein sehr altes Spiel. Ach komm. So eine Feldbelagerung hatten wir auch nicht mehr. Na, lange nicht mehr. Ah, meine Brille. Hui. So, trocken. Das ist ganz gut. Dann kann ich die Mauern anzünden. So, ich teile mich wieder auf. Also von hier oben kommen die ganzen Fernkämpferlies mit ich habe 5 Pikiniere. Dann mache ich 2 Pikiniere von da. Eine goldene von hier. General von da. Wieder von hier. Wieder von da. Wieder von da. Wieder von hier. So. Gut, damit ich das auch zusammenbekomme. Also ja. So, alle bitte in wunderbarer Formation. So, also die sind dafür da. Die Mauern anzuzünden. Und die Piken sind dafür da, Stress zu machen. So, okay. Ihr stellt euch mal genau an der Grenze auf. Ihr zündet das da an. Ihr zündet das da an. Ihr geht hier hin. Du gehst dahin. So. Und hier genau dasselbe. Also, du zündest das da an, du zündest das da an, du gehst hier hin, du gehst dahin. Oh. Oh, das war die falsche. Also nochmal. Du gehst hier hin, du gehst dahin. Machst du das dann auch?
Hat sich das gar nicht angezeigt. So. Ihr kommt jetzt auch mal. Ihr geht hier hin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Ach komm. Was soll der Geiz? So. Und alle rennen. Alter, die sind halt auch heftig. Na, ah, das ist so ein cooler General, der ist schon richtig, richtig High Level. Nice. So, jetzt kommt ihr mal ein bisschen vor. Jojojojojo. Alter, wie das aussieht, ne? Wenn man hier im Wachturm wäre. warte mal. Ich mach mal einfach wegen dem Effekt. Verdammt, ich kann nichts mehr sehen. Nein. Alter, das sieht schon geil aus. Okay, jetzt muss ich aber weitermachen, weil sonst bringt das gar nichts, was ich hier mache. Das bringt sowieso nichts, weil die das überhaupt nicht schützen. Und was macht ihr da? Sehr schön. Alter, die sind ja hier schon durchgebrochen. Geil. Sehr gut, sehr gut. Warte, nein. Noch nicht. Ihr geht jetzt hier rein. General kommt auch. So, schön die Türme einnehmen. So, Kraft, Konzentration, Loyalität. Ich mach mal alles jetzt. So geboostert waren die, glaube ich. Selten. Ja, wobei heutzutage heißt Booster auch was anderes, ne? So. Nein. Entschuldigung. Ah. Der hält irgendwie das auf, dass ich den Turm einnehme. Der Turm ist unser. Und hier ist der Turm auch gleich nicht mehr unter deren Kontrolle. Das war jetzt. Wir haben einen Turm eingenommen. Ich dachte, das wäre jetzt wieder zu spät gewesen. Warte. Es hieß doch, deren General ist tot. Wieso kann der noch pushen?
gesamte Munition verbraucht. Alter, die kritischen Bogenschützen sind auch schon echt heftig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So viele noch killen wie möglich, aber ja, ohne Pferde bringt das nichts mehr. So, also 3000 aufgestellt, 293 nur verloren und davon hat er mir nur die Hälfte, also unter der Hälfte, ja 135 gekillt. Also habt ihr gesehen, die Bogenschützen? 280, 230, 23, 23, 25. Alter Schwede. Das war krass. Ja. Löse ich mal komplett auf. So. Wisst ihr, was ich hier interessant finde? Die haben bei Rome Total War 1 war es, glaube ich. Oder war es Rome 2, aber ganz am Anfang? Ich glaube, Rome 1 war es. Und zwar hat die Armee die ganzen Verbrauchssachen, wie zum Beispiel Pfeile, Wurfspeere und so weiter, die haben sie erst nach einer Runde wieder aufgefüllt. Das heißt, wenn du innerhalb von einer Runde mehrmals angegriffen wurdest, dann hatten die halt kaum noch Pfeile oder gar keine Pfeile mehr. Also die da, da waren ja die alle leer geschossen. In der nächsten Schlacht, also jetzt hier bin ich ja hinterher geritten oder gecharged. Und da hätte ich, wenn ich die Schlacht gespielt hätte, hätte ich wieder volle Munitionszahl gehabt. Beim alten Spiel war es so, dass ich halt dann keine Munition mehr hatte, weil, naja, die können ja nicht mehr aufgefüllt werden, wenn man gleich danach hinterherläuft. So. Fand ich auch interessant. Wobei, da hätte ich dann noch so ein sowas hinzugefügt, dass man nach der Schlacht das Schlachtfeld plündern hätte können. Also quasi, dass man eine Munition und so weiter, die nicht kaputt gegangen ist, wieder einsacken hätte können und Geld und so weiter, Ausrüstung. Ja, aber ich weiß nicht, wie machbar das gewesen wäre. Größten Wagen. Größten Wagen, was? So, meine ganzen Söhne werden erwachsen. Ist natürlich super. Dann schaue ich mal. Also, du bräuchtest eine Frau, ne? Aber noch bekommst du keine. Du hast eine Frau. Du hast keinen Mann. Du bekommst jetzt einen Mann. Erfolgreicher Ehemann. Kinder sind der Segen der Götter. Wieso erfolgreicher Ehemann? Erfolgreich war im Bett oder was? 30 auf Kinder, ja wahrscheinlich. Kluge Ehefrau. Oh, das ist ein perfektes Paar, würde ich mal behaupten. So. Aber die sind wahrscheinlich noch zu jung für Ehefrau und so weiter. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Also minus 4 und minus 22. Der ist natürlich jetzt mega angepisst auf uns, weil der
extrem viel Loyalität hat, beziehungsweise, was ist, wie heißt es nochmal? Senatoren. Wie komme ich auf Loyalität? Auf jeden Fall, der hat ja sehr viele Senatoren hinter sich. Die hat er natürlich von uns rüber geholt, dieser Saubär. Genau, aber wo sind die hin? Ach, da unten. Lol, tschüss. Alter, der, sag ich doch, der nervt. Der kann immer 2 Millimeter mehr oder weiter laufen als ich. Ist immer so. Ist immer so. Okay. So, dann kümmern wir uns mal um die letzten abtrünnigen, nervigen Leute. Und danach geht's Richtung Britannia. So. Gut, du kümmerst dich um den, dann. Nee, der gehört schon mir. Also, du gehst Aquincum. Dann Istros. Und dann hier hoch. Und du gehst. So die Schlaufe, oder? Warte mal. Ja, das habe ich gerade aktiviert, das war nicht sehr klug. Oder ich gehe hier schon da hoch. Was ist das denn eigentlich? Ich muss hier noch ein bisschen warten, weil sonst erobert er die gleich zurück. Aber... Warte, die kommen mal hier hin. So. So, dann Afrika. Geht's weiter? Ich könnte den natürlich auch jetzt töten. Und zwar hier. Dass ich den einfach ins Verderben schicke. Okay, also. Galatien in Ägypten, das hatte ich auch noch nie. Aber Galatien wird kompliziert. Weil die sind gar nicht so klein. Also Galatien ist schon eine Hausnummer. Pontos ist auch nicht so klein, aber Galatien. Ich habe eigentlich, also Galatien war tatsächlich öfters größer als Rom. Also öfters größer, als Rom groß war. Macht das Sinn? Schon. Also Galatien ist gar nicht so schlecht. Ist ja auch ein Beweis. Galatische Legionäre, adelige Schwerter. Also die bauen schon, also Galatien baut schon echt gut auf. Also jetzt letztes Mal habe ich ja gesagt, dass das Late Game so ein bisschen langweilig ist, weil man selbst die besten Soldaten hat dann. Also perfekt ausgebaut und bla bla bla. Und die Gegner eher das weniger machen. Oh. Warte. Und ja, bei denen, die das machen, wie zum Beispiel jetzt Galater und Seleukiden machen das, wenn die groß werden, machen die das eher weniger. Tatsächlich. Okay, das ist ein mega Problem. Der ist zwar hellenisch, aber den muss ich irgendwann töten, ne? Den muss ich irgendwann killen und der hat aber Pontos als defensiven Verbündeten. Pontos, Pergamon meine ich. Pontos ist die da. Lala. Oder muss ich den töten, weil der ist ja auch hellenistisch.
Ja, Syrakus musste ich ja auch killen und die waren auch relativistisch. Ja, gut. Am Altar unseres Wohlwollens muss Chimera auch. sind ja auch hellenistisch. Natürlich. Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber irgendwo war dann die Challenge dann auch gar keinen Sinn mehr, ne? Weil an sich war ja die Hauptintention hinter der Challenge, also erstens keine Tiere. Das ist ein Hinterhalt, das ist geil. Das freut mich. Weil das wird schwer. Und es sind Spartaner. Das wird mega schwer. Gut, also. Noch kurz meinen Gedanken fertig machen. Genau, weil die Hauptintention war ja erstens Sparta spielen, zweitens keine Tiere verwenden. Und also keine Kavallerie, Hunde, Elefanten bauen. Und genau, alle Fraktionen töten außer die Griechen. Naja. Komm, spielen wir. Aber erst nächste Runde. Ha! Oh Gott, tut mir leid. Nee, aber sonst wird das halt wieder so eine 40-minütige Folge. Das ist ja katastrophal. Gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ihr könnt ja nochmal in die Kommentare gerne schreiben, wie ich mit den restlichen Griechen, ja, was ich mit denen machen soll. Weil an sich heißt es ja, also die Challenge kommt ja vom Rake. Und der hat sich dann auch ehrlich gesagt ein paar Mal widersprochen, weil an sich hat er dann gemeint, so ja, Makedonien sind ja auch keine Griechen und an sich wurde Makedonien, also wurden die Makedonier von Athen als Barbaren bezeichnet, das stimmt, die wurden nicht als Griechen behandelt, aber die haben halt alles genau gleich gemacht wie die Griechen. Also sie waren quasi, ja, eigentlich Griechen. Also so von den Göttern her, von der Politik her und so weiter waren sie sehr ähnlich oder gleich. Genau. Dementsprechend, ja, Syrakusa war ja auch griechisch. Baktrien ist halt eine Hinterlassenschaft von Alexander der Große. Aber ja, dementsprechend könnt ihr mir gerne helfen, weil ob wir jetzt Baktrien auch killen oder nicht, ja, da wird jetzt auch, also daran werden wir jetzt auch safe nicht scheitern. Weil wie gesagt, wir sind zu groß, um jetzt noch zu verlieren. Das geht nicht. Genau, und spannende Schlachten werden auch ja kaum noch passieren. Es sei denn, es passiert mal 1 gegen 2, was sehr interessant wäre. Aber genau, dementsprechend werden wir die nächste Folge mit einem Hinterhalt anfangen, indem wir gelaufen sind. Ich habe es aber ein bisschen forciert, ehrlich gesagt. Also ich wollte das. Deswegen bin ich so nah an die Stadt von denen in Gewaltmarsch gegangen. Gut, bis dann. Ciao.